Es ist so, erstmal der Stern selber, der musste ja auf jedem Kleidungsstück sein, mit dem man dann sichtbar auf die Straße geht. Ja. Und es waren dann so große Tücher bedruckt, was weiß ich, 50 oder wie viel solche Sterne. Und die hat man dann ausgeschnitten und eingesäumt und fein säuberlich auf die Jacke, auf den Pullover, auf das Hemd. Ja. Und dann durften wir nicht mehr alleine raus. Ja, wir durften in der Regel nur mehr mit in Gruppen, sodass dieses Persönliche gar nicht mehr so zustande kam. Aber ich kann mich an ein Beispiel erinnern. Unser Vater war in dieser Zeit beim Militär in Frankreich und hat uns dann, wenn er auf Urlaub war, in dem Heim besucht. Mit der Uniform. Da kann ich mich an eine Situation erinnern, wo er uns beide, den Werner, mein Bruder und mich, ja, aus dem Heim geholt hat, mit dem Stern. Ja, und wir dann in einer naheliegenden Wirtschaft essen wollten. Ja, und wir da saßen und der Ober sich weigerte, uns zu bedienen. Ja, obwohl der Vater in Uniform war. Bis der einen solchen Wirbel gemacht hat, ja, bis wir dann bedient wurden. Ja. Also das ist so eine Situation, wo wir beide, der Werner und ich, eben diese Situation so erlebt haben. Aber ansonsten waren wir immer in Gruppen. Wir sind ja auch, ich war ja dann in der Schule. In einer jüdischen Volksschule, wo wir hingehen mussten, weil wir dann ab 1940, 1941 nicht mehr Straßenbahn fahren durften. Ja, aber da sind wir dann auch mit dem Stern und auch nur in der Gruppe gegangen. Ja, und da waren die Betreuer dabei. Und also die haben uns da doch ziemlich abgeschirmt. Und in der Schule selber war das wieder unser Haus.